So, entschuldigt den rapiden, abrupten Cut in der letzten Folge. Aber wir machen jetzt auch direkt mit unserem Plan weiter. Langhals, Sonnenfall. Und dann ist gut. Schön, dass ihr wieder da seid und wieder eingeschaltet habt und immer noch voll dabei seid und so weiter. Genau, den Plan habe ich genannt. Und what the fuck, Hades ist ja mal voll der krasse Dude. Moment. Das klingt hier irgendwie weniger geil. Irgendwas ist hier. Oh shit, das ist einer von diesen fetten, riesigen. Nein! Oh, Fuchs. Loot! Roll dich! Weil ich die Knochen brauche. Das ist mega uncool. Von allen Seiten kommen sie jetzt hier. Egal, der ist jetzt erstmal beschäftigt. Ich dachte mir schon, irgendwas passt hier nicht. Und tatsächlich passt hier etwas ganz und gar nicht. Ich bin hier von allen Seiten gerade irgendwie mit irgendwelchen Viechern umzingelt worden. Oh. Hier hinter sind auch noch welche. Und hier gibt es nicht wirklich viel zu verstecken. Okay, die bekämpfen sich da gegenseitig. Das ist super. Das kann so bleiben. Ziel ist unser Langhals. Da drüben haben wir nur Verwüster. Verwüster sind nichts. Das Signal muss ganz nah sein. Schlimmes. Okay. Irgendwo hier muss sich jetzt noch ein Langhals bewegen. Da ist er doch. Nee, das ist ein Verwüster. Da ist der Langhals. Okay. Ich muss zum Kopf des Langhalses. Ja, irgendwo geht hier voll die Action ab. Da hinten. Ist natürlich die Frage. Wie komme ich auf seinen Rücken? Ah, ich glaube, ich sehe schon. Da drüben ist eine Erhöhung. Und da sind wieder diese Feuerviecher. Okay, alles klar. Hab's verstanden. Da oben ist noch ein Wächter. So, wir können noch mal eben schnell einmal ein bisschen Spielzeug bauen. Hier ist nichts weiter. So. Ich überlege gerade, also ich schaue gerade, wo der Große eigentlich so herumläuft. Ich habe da voll die Idee. Jetzt oder nie. Der ist jetzt erstmal verwirrt. Es darf auch ruhig sein. Naja, so viel Schaden hat das Ding nicht gemacht. So, da stolziert der Langhals durch die Gegend. Oh weia. Sieht aus, als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine. Das ist Lore, definitiv. Denn die Dinger spucken Feuer und das nicht so knapp. Da ist eine Erhöhung. Ich glaube, diese Erhöhung ist genau das, was wir brauchen. Und da sind nur Wächter unterwegs. Das ist perfekt. So. Dann knüpfe ich mir dich einfach mal vor. Schaffe ich das noch rechtzeitig, bis der da antanzt? Ich weiß es nicht. Dich matche ich erstmal weg. Immer schön leise. Das ist weniger cool. Das ist einer von den großen.
einmal hier im Kreis gelaufen. Ja, komm. Oh, fuck. Wow. Jetzt kommen sie hier von allen Seiten angerollt. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen Kette geben. Vor allem der Sägezahn hier drüben war jetzt nicht so unbedingt das, was ich gebraucht habe. Das ist kein Sägezahn. Ich glaube, das ist ein Sägezahn. Shit! Seit wann können die in so einen Kram? Woo. He's firing his laser. Okay, ich laufe dem Langhals einfach die ganze Zeit hinterher. Das ist ein Verbündeter. Das ist schon mal gut. Verbündete sind immer gern gesehen. Und ich sehe, hier sind noch mehr Punkte, an die ich an denen ich hochlaufen kann. Das passt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Weil die ja jetzt sowieso gerade... Ah, hier ist noch Lebenszeug. Her mit dem Kram. Okay. Und dann ganz schnell hoch hier. Das schaffe ich, 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 das schaffe ich! Geschafft. Und jetzt hoch auf seinen Kopf. Lucky one. So, da ist der Weg. Ein Glück. Es gibt so Gegner, die mag ich. Die sind locker, die sind geschmeidig. Moment, wo ist denn hier der Weg? Aha, hier einmal rumgewandert. Und dann hier hoch. Oh. Das finde ich auch herrlich, dass die Langhälse sogar in sich unterschiedlich sind. Es macht richtig Spaß, an den lang zu klettern, weil man hier schön runter gucken kann und so weiter. Ja, das ist richtig. Aber da unten sind meine ganzen Freunde. Meine Freunde sind freundlich zu mir. Irgendwann. Hoffentlich. So, das gefällt mir. Jetzt können wir mal gucken, was wir hier Neues gefunden haben. Ich hatte gedacht, dass der ein... Ah, geht doch. Ein größeres Bild für uns öffnet. Richtig gut. So, hier oben haben wir ein Dörfchen. Das ist gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Sonnenfall ein Dorf ist. Ah, doch, klar. Sonnenfall, das ist dieser... Das ist dieser, wahrscheinlich dieser Sonnenring, in den die Leute geopfert wurden. Würde ich meinen. Okay. Also die Wüste hier ist auf jeden Fall ein mieses Brett. Also wirklich mies. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass hier solche miesen Dinger unterwegs sind. So, lasst uns... Der ist relativ zügig unterwegs. Ich würde sagen, wir bleiben hier oben erstmal. Obwohl, wir können nochmal Fertigkeitspunkte ausgeben. Fällt mir gerade so auf. Was haben wir denn da? Zurückschlagen. Schwere Angriffe verursachen mehr Schaden, wenn Aloys Gesundheit gering ist. Jo. Finde ich cool. Was haben wir denn hier sonst noch? Doppelschuss. Drücke beim Zielen R1, um bei allen Bogenwaffen einen zusätzlichen Pfeil anzulegen. Oh, das ist ja auch bombastisch. Aber das bedeutet, Schwerlastträger bewegt sich schneller mit schnellen Waffen. Auf die Art und Weise können wir nämlich, also würden wir natürlich mehr Punkte verpulvern. Was habe ich denn hier? Ausbeuter. Nee. Fallenentschärfer, Fallen- und Stolperfallen. Was haben wir hier? Waffenspulen und Outfitgewebe können entfernt und wiederverwendet werden. Das ist eigentlich uninteressant. Schnellladen, das klingt doch auch schon wieder nach etwas, was ich unbedingt brauche. Konzentration plus, das ist auch gut, weil wir dann teilweise vielleicht sogar doppelt aufladen können. Ja, so gern ich diese Punkte woanders reinbauen möchte,
Ich glaube, ich gehe erstmal auf den Doppelschuss. Einfach weil. Passt auf. Also das ist relativ uninteressant. Aber wir haben hier sicherlich irgendwo auch Verwüster rumlaufen. Und die kann ich dann quasi mit einem einzigen Doppelschuss einfach mal ins Aus katapultieren. Oh, ich sehe aber auch gerade. Worauf bin ich denn hier gerade, dass ich nur einen Pfeil habe? Ein von 14. Ah. So, das muss ich vor dem Spannen ziehen. Machen wir es los. So, glücklicherweise können die nicht nach oben gucken. Aber das ist ja bombastisch. Kleiner Moment. Ich nehme mal jetzt den hier. Und jetzt probiere ich mal etwas. Jetzt habe ich zwei Pfeile angelegt. Jetzt habe ich zwei Pfeile gespannt. Und... Rums. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Das war ja schon mega lustig. So, das machen wir gleich nochmal. Und... Rums. Naja, es verbraucht halt eben dafür mehr Pfeile, ne? Aber deswegen will ich eigentlich ja auch... Kümmert euch einfach um eure Sachen. Endlich vernünftige Knochen sammeln. So, da ist die Stelle, an der ich runter möchte. Also vielleicht nicht unbedingt bei den Sägezähnen. Aber zumindest hier vorne, da ist der Weg, den ich brauche. Und dann müssen wir da hinten. Wir sehen es sogar schon. Wir sehen. Wie heißt das? Sonnenstein? Nee. Sonnenfall. Sonnenfall. Schon in der Entfernung. Also dann. Runter da. Was auch immer jetzt auf uns zukommt, wir werden schneller sein. Los geht's. 400 Schritte. Das geht voll. Meine Pflanzen. Also ich hätte nur zu gerne mal endlich ein paar Gegenstände, mit denen wir unsere Köcher und so weiter aufbessern könnten. Das würde uns sehr, sehr, sehr viel bringen. Was haben wir hier? Einen toten Wächter, der am Boden liegt. So. Sieht doch gut aus, oder? Ja, wir laufen zwar ein bisschen komisch, aber wir laufen zumindest so etwa in die richtige Richtung. Hier drüben war noch ein Lagerfeuer. Ja, ja. Ganz geschmeidig. So, Lagerfeuer entdeckt. Das heißt, wir haben jetzt auch hier einen Safe Spot. Das sind, glaube ich, Freunde von uns hier. Hallo. Ich habe da Freunde mitgebracht. Der kommt gleich um die Ecke. Oder auch nicht. Beobachte ihr eigenes Protokoll. Okay. Whatever. Sonnenfall. Der Sommerpalast des verrückten Königs Jiran. Ein Bollwerk der Kaja-Macht gegen den verbotenen Westen. Danke für die Geschichtsstunde. Aber Sie haben keine Ahnung, was sich darunter befindet. Wir werden hier viel erfahren können, Aloy. Genau das hoffe ich. Diese Waffenruhe wird doch unser Exil nur verlängert. Das klingt schon sehr mysteriös. Ich würde meinen linken Arm. Oh, das ist aber auf jeden Fall mal ein Bollwerk. Das sieht mir aus wie eine Festung, die schwer einzunehmen ist. Unser Exil nur verlängert. Bin mal gespannt, was wir hier jetzt finden werden. Außer, dass wir den Leuten Metallscherben klauen. Rohstoffe.
Haben wir hier irgendwas, was wir... Wir haben keine Fuchshaut oder dergleichen. Das ist... Meh. Oh, eine ey. Eine Gratisprobe. Die nehme ich. Gratisproben sind immer gut. Gucken wir mal ins Inventar. Schatzkisten. Vielleicht haben wir hier irgendwas Cooles drin, was wir noch mitnehmen können. Unglaublich viel Reinholz und sowas. Aber nee, sonst nichts. Ui. Wir haben... Hey, steh mir nicht im Weg rum. Wir haben unglaublich viele Scherben. Aber... Oh. Der Sonnenring. Die stolze Tradition der Kaja. Raus aus meinem Fokus. Wenn dich die Eklipse erwischt, wirst du nicht mal lange genug überleben, um den Ring zu enden. Immer wenn ich einen ruhigen Moment. Wird's laut. Ich habe die Nase voll von der Arbeit. Jetzt werden wir sehen, ob dein Angriff auf ihr Fokusnetzwerk wirklich erfolgreich war. Sehr gut. Willkommen in der Zitadelle, Aloy. Ich melde mich gleich wieder. Und einstweilen, sieh dich um. Wen will Avatar bitte mit diesem Quatsch von einer Waffenruhe an der Nase herumführen? Was über die heutigen Kopfgelder erfahren wollt, kommt in den Thronsaal. Ihr werdet keine Scherben verdienen, wenn ihr hier draußen rumsteht. Dreckiger Söldner. Ich nehme die Scherben, auch wenn ich dafür Bahavas zuhören muss. Die Schattenkater sollen einen der ihren suchen. Könnte sich auszahlen. Hey, hey, wir haben nichts für dich. Zieh ab, los! Oh, man hört mich gar nicht. Sehr gut. Durch die Pracht der Sonne offenbart. Seht her, seht Itamen, den einzig wahren Sonnenkönig. Das Licht im Schatten. Sein Wille ist Licht und sein Licht ist Gesetz. Ich befehle, Lucent Bahavas in meinem Namen zu sprechen.
Durch den Willen des strahlenden Itamen brennt die Sonne gnadenlos auf den Verräter Uthid. Der Jäger, der uns seinen Kopf bringt, erhält ein Kopfgeld von 500 Scherben. Naja, eher Gefangener als König, nicht wahr? Was für tolle Haare. Du und ich müssen reden, kleine Jägerin. Das grüne Zelt, unten in Schattenseite. Ich warte dort. Keine Zeit. Du bist doch keine Kopfgeldjägerin. Uthid ist unschuldig. Also komm zu mir. Noch haben wir Zeit, um ihn zu retten. Also, der Eingang, den ich meinte, ist direkt hinter dir. Das soll wohl ein Witz sein. Keineswegs. Und keine Angst wegen der Falken. Sie sind zu beschäftigt, um dich zu beachten. Das erste Mal in der Zitadelle, du musst den Sonnenring sehen. Aber die Falken... Also das... Wir gehen ja schon Richtung... Immer weiter Richtung Sonnenring. Die Balustrade. Von da aus ist es kein tiefer Fall. Ah. Okay. Also, ich frage mich, wer diese Dame gerade eben war. Aber das sieht mir doch schon nach einem guten Akt aus hier. Höp, höp, hui, hui, hüpf. Okay, ja, ich sag ja, ne? Früher oder später müssen wir gegen diesen Behemoth antreten. Und eigentlich ist mir später lieber... So, wo haben wir es? Da haben wir den Weg. Auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Ah, das gefällt mir nicht. Ich bewege mich hier gerade immer mehr in die Richtung vom Sonnenring. Und damit auch in die Richtung vom... Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt. Aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. Okay. Das klingt ja schon sehr vielversprechend und wir haben ziemlich wenig Material zum Erstellen von Pfeilen. Das bedeutet, wir müssen doch nochmal den Weg hier hoch, weil wir mal eben kurz einen Händler aufsuchen müssen. Wir kriegen jetzt garantiert nicht die notwendigen Klamotten. Schnell mal erfarmt. Ach komm. Diese Hitze macht mich fertig. Wie auch immer ich hier jetzt hängen geblieben bin. So, und auf ein neues. Und hoch. Und hopp. Los, Beeilung. Moment, wir kommen hier noch höher. Nee, irgendwie nicht. So, jetzt müssen wir da hoch. Geht doch. So, da sind wir. Und hey, hier können wir auch noch hoch. Ich werde später wiederkommen. Genau, wir werden... Die Frau hat gesagt, ich soll sie bei einem grünen Zelt unten im Lager treffen. Vielleicht lohnt sich ein Besuch. Vermutlich lohnt sich der Besuch bei der... Aber ich finde den Händler gerade wesentlich lukrativer, weil Ausrüstung und so. Und slide die Treppe runter. Woo! So, wo war der Händler? Hier war der Händler. War der hier entlang? Nee. War der da entlang? Yay. Da ist er doch. Hep. So. Und zwar brauche ich Rohstoffe, und zwar
Draht. Und das nicht zu knapp. So, dafür brauchen wir nämlich... So, wenn wir auf 100 kommen, habe ich zumindest genug... Jawohl. Um vernünftig viele Pfeile zu basteln. So. Und jetzt, wo wir den ganzen Spaß hier haben... Wait. Ja, der Rest reicht massiv. Diese Waffenruhe wird doch unser Exil nur verlängern. Dann müssen wir hoffen, dass wir hier gut vorbereitet sind. Weil wir müssen die Schattenkaja vernichten, scheinbar. Hui! Ein kleiner Rat, wir befinden uns im Krieg. Die könnten sich hier drüben befinden. I'm not sure. So. Und los geht's. Das war aber ein schöner Move. Na komm, das kriegst du jetzt auch so hin. Also dann, ab geht die Post, würde ich sagen. Gucken wir, was auf uns lauert. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey, Elisabeth Sobeck hier. Bitte Zutritt. Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich. Öffne diese Tür! Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja gut. Machst du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Das klingt gar nicht so gut. Erkunde die Projekt Zero Dawn Anlage. Jetzt wird es tatsächlich spannend. Aber genau deswegen gibt es jetzt eine Pause. Bis bald.